Die Gleisbauarbeiten an den Linien 43 und 44 werden länger dauern als erwartet, nämlich bis Ende September. Ursache für die Verzögerung sind laut Wiener Linien Starkregen und ein Gasrohrgebrechen. Aber nicht nur auf dieser Strecke werden Gleise verlegt und getauscht. In ganz Wien werden heuer knapp 5 Kilometer Straßenbahnschienen erneuert. Julia Korpener-Pfeiffer hat sich angesehen, wo diese Schienen gemacht werden. Sie müssen viel Belastung aushalten, aber irgendwann reicht's dann auch der härtesten Schiene. Zwischen 10 und 45 Jahre können Straßenbahnschienen befahren werden. Dann müssen sie getauscht werden. Man kann sich vorstellen, Schienen sind ähnlich wie beim Auto, Bremsbeläge, das sind Verschleißteile. Natürlich am Ring mit einem dichten Takt, mit einem dichten Intervall, wo viele Linien drüber fahren, werden die Gleise schneller getauscht werden müssen als anderswo im Netz. Heuer werden insgesamt 4,7 Kilometer Straßenbahngleise getauscht. Dazu kommen noch 1,3 Kilometer Schienen, die für die komplett neuen Strecken 12 und 27 verlegt werden. Wir haben das 6. größte Straßenbahnnetz der Welt, das heißt, da ist einiges zu tun. Wir haben zum Beispiel 1100 Weichen im Netz und da ist jedes eine Maßanfertigung, jedes ein Unikat, das heißt, keines ist wie das andere. Hier in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien in Simmering kommen die Rohlinge an. Rost setzt sich schnell auf ihnen ab, erst durch das Befahren werden sie dann später glänzen. Hier werden die einzelnen Schienen zu Gleisen, Weichen und Kreuzungen. Unsere Schienen werden angeliefert eben von der Föst mit der Bahn und hier drinnen werden sie das erste Mal gefertigt, also gesägt, gebohrt und gebogen. Dabei gibt es für jeden Meter Schiene einen eigenen Plan. Die Gleise kommen in 15 Meter bis 18 Meter Abschnitten und wir schneiden uns das dann eben je nach Plänen zu. Während Gleise auch auf den Baustellen verschweißt werden können, müssen die Weichenanlagen direkt in der Hauptwerkstätte zusammengebaut werden. Jede Weiche ist ein Unikat, jede Weiche ist eine Sonderanfertigung und wir haben auch verschiedene Schienenprofile. Die haben unterschiedliche Höhen alle, wir haben ein unterschiedliches Netz in Wien, also die Gleise werden unterschiedlich verwendet, manche werden mehr befahren, manche weniger und da muss man dann eben schauen, je nach Plan, was wir jetzt tauschen müssen und was nicht. Am Ende der individuellen Fertigung der Schienen geht es auch beim Verladen um jedes Detail. Die Schienenteile werden schon in der richtigen Richtung und der Reihenfolge nach auf das Transportfahrzeug geladen, um sie dann am jeweiligen Einsatzort direkt ins Gleisbett heben zu können.